Komm, lass mich durch, du Echse. Die hatten wir alle schon. Also hoch über die Brücke und dann die Tür rechts im Gang oder die dritte Tür links. Also durch, durch, durch. Lass mich vorbei. Lass mich. Komm schon. Oh. So. Also rechts der Gang. Das wäre hier. Einmal den neuen Schlüssel ausprobieren. Klick. Passt nicht. Passt nicht. Und die alten werden auch nicht passen. Das hat man nämlich schon mal probiert. Aber sicher ist sicher. So. Passt nicht, passt nicht, passt nicht. Ganz alter Schlüssel. Passt auch nicht. Und das war's. Dietrich. Fehlgeschlagen. Fehlgeschlagen. Ich probiere es höchstens 5 Mal oder so. Ja. Okay. Anderer Schlüssel verlangt. Und die dritte Tür links müsste das hier sein. Dann machen wir das ganze Spielchen nochmal. Nein, nicht wegwerfen. Ich habe doch links gedrückt, nicht rechts ge... So, du dahin, du... Dahin, du... Dahin, du... Dahin. So. Also. Benutzen. Rechte Maustaste, rechte Maustaste, rechte Maustaste, rechte Maustaste, rechte Maustaste, rechte Maustaste. Rechte, 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 rechte. Nö. Okay, Dietrich, aber unser Skill ist so niedrig, das wird niemals nicht was. Jetzt habe ich es wieder aufgehoben. Null. Rechts, 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 rechts. Nö. Dann wollen wir jetzt wohin? Eigentlich wieder zurück in das Gebiet hier hinten. Also springen wir jetzt hier gleich links runter und gehen dann wieder hier außen rum bis zum Banditengebiet. Genau. Geronimo. Richtig. Südlich. Jo, richtig. Okay. Also einfach ganz durch, bis es nicht mehr geht. Dann links abbiegen und ganz durch, bis es nicht mehr geht. Hier waren die Giftpflanzen. Was war hier? Moment mal. Zwergenkönig. Eine Abkürzung zum Zwergenkönig. Passt nicht. Freigeschaltet. Klick. Oh, das ist der Thronsaal. Ja, ich glaube nicht, dass es so eine gute Idee ist, einfach da so aufzutauchen. Also im Notfall haben wir hier eine Abkürzung nach oben. Zwergen. Thronsaal. Das sieht irgendwie aus wie Jürgen Thronsaal. Ja. Also wir haben im Notfall eine schnelle Verbindung zu den Zwergen. Und das war... Links, rechts, Mitte. So, jetzt gucken wir uns mal ein Banditenlager um, wenn es denn wirklich ein Banditenlager ist. Weil von einer Banditin auf ein ganzes Lager zu schließen, nee. Lagerraum West. Das klingt schon mal gut. Passt nicht. Passt nicht. Passt nicht. Der braune könnte aussehen, als wenn er passen würde. Nee, der goldene. Und der Lagerraum. Oh. West hat eine Banditin drin. Das sind ja nur Frauen hier. Okay. Keine Vorurteile. Wir können uns genauso umbringen wie männliche Banditen. Oh, Lebenspunkte sehen echt nicht gut aus. So, schon besser. Sie ist gleich kaputt. Ich glaube, sie flieht. Nix da. Du willst in einen anderen Raum reinfliehen? Da sind bestimmt noch mehr von dir und deswegen willst du da hin, ha? Schon, ein Treffer noch. Helm beschädigt. Und kaputt. Oh, was haben wir denn da? Ist das ein Ring?
angucken. Ein roter Ring. Können wir dich irgendwie tragen? Ja. Ist nur die Frage, was es macht. Okay, du kommst mal kurz mit. Können wir nicht aufheben. Handschuhe werden wir auch nicht aufheben können. Was mit dir? Da brauchen wir den goldenen Schlüssel. Klick. Einmal noch heilen. Und bist du auch aggressiv? Jo, bist du. So, kann man die in eine Ecke treiben und knüppeln. Mana haben wir auch nicht mehr besonders viel. Sie ist immer noch grün. Komm schon, immer noch grün. Das könnte die Anführerin sein, so viel wie sie aushält. Ah, ist bestimmt ziemlich gut, dass wir die Plattenrüstung angezogen haben. Vielleicht wäre meine Kette jetzt schon kaputt. So, sie ist gelb, sehr schön. Komm, 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 komm. Immer noch gelb. Eine Heilung drin? Ja, sehr schön. Sonst suche ich schon mal hier die Heiltränke raus. Oh, immer schön von oben schlagen. Hiebwaffe und so. Das ist definitiv die Anführerin. Unser Buckler wird zerstört, unsere Keule wird zerstört. Und das ist, glaube ich, doch kein Heiltrank, denn wir haben nicht wirklich viel Heilung bekommen. Die war C. Was haben wir da? Ein exzellentes Mail-Shirt. Exzellentes Kurzschwert und das war's. Ja. Können wir uns merken für später zum Verkaufen. Aber jetzt sollten wir erstmal das Licht ausmachen. Uns in eine Ecke verkriechen. Und schlafen. So. Sieht gut aus. Zack, zack. Alles weg. Licht. Alles weg. Heilung. Wechseln. So, also wie gesagt, wir merken uns, dass hier jede Menge Zeug ist in den Lagerräumen. Und gucken uns jetzt weiter um. Das müsste es hier gewesen sein mit diesem Banditengebiet. Aber hier hinten waren noch Türen. Und wenn wir hier weitergehen, könnten wir vielleicht von hinten die Tür öffnen, wenn wir eine schnelle Verbindung von da nach da haben. Also Richtung Norden. Und über die Brücke. Und dann war links und rechts gleich was, genau. Abgeschlossen. Aber die Türen kriegen wir auf mit dem hier? Nein. Die kriegen wir noch gar nicht auf. Die wohl auch nicht. Die waren immer, wenn sie gleiche Farbe hatten, von denselben Sachen aufmachbar. Abgeschlossen. Ich will das benutzen nicht. Hoch. Passt nicht. Passt nicht, passt nicht, passt nicht. Passt nicht. Na gut, wir wollen westenfrei zeichnen, um zu gucken, ob das eine Verbindung gibt zum anderen Bereich. Der müsste hier sein. Und ja, gibt es, aber nein, haben wir keinen Schlüssel für. Wir sollten echt den ganzen Dungeon jetzt weiter abklappen und hoffen, dass wir irgendwo einen Schlüssel finden. Oh. Gehört das noch zum Echsenbereich hier? Sieht Spinne. Sieht verlassen aus, wollte ich gerade sagen. Und vergiftet. Kaputt. So, ein Beutel mit hoffentlich einem Schlüssel drin. Wir können nicht aufheben. Was sagt unsere Rüstung? Worn.
Serviceable. Ich lasse die Kettensachen doch mal hier. Und wir laufen dann mit dem Panzer zum Zwerg später mal hoch. Und lassen die einfach reparieren. Dann müsste das hinhauen. So, neue Runen. Das ist schon mal sehr gut. Ein Trank, den wir später aufheben. Du da rein, du da rein. Und ein Buch. So, du kannst weg. Du kommst mit. So, grün. Was hat grün gemacht? War grün der Levitationstrank? Also. Ja, grün gut. Rot tot. Oder so ähnlich. Also war grün wirklich der Levitationstrank. Aber was sagt jetzt das Buch? Das Buch sagt: Spreche Saf, um Tracking zu bekommen. Noch eine Sache, die ich nicht unbedingt lernen werde. Tracking. Also sind wir später wirklich bei allen Sachen auf Maximum, wenn das denn möglich ist. So. Aber ja, schaut aus, als wenn das hier nicht mehr zum Echsengebiet gehört. Also können wir das in Ruhe durchstöbern und alles, wow, mitnehmen, was wir wollen. Eine Armbrust für unseren Gerogon. Zack. Angucken. Crossbow. Und das wird dann ein Köcher sein mit Bolzen. Können wir das irgendwie ausrüsten? Leer. Schade. Okay. Also wir haben jetzt einen Bogen ohne Pfeile und eine Armbrust ohne Bolzen. Sehr schön. Achso, und das Buch kann dann auch hier liegen bleiben. Nichts, nichts. Oh, der Gang runter. Ja, nee, runter wollten wir jetzt noch nicht, denke ich. Da haben wir doch noch ein, zwei Sachen zu erforschen. Da und da und da und da und da und da und überhaupt. Da. Aber gut zu wissen, dass er schon mal hier ist. So, einmal heilen bitte. Ah, wenn man vergiftet ist, heilt man weniger. Stimmt, Ultima Online PvP. Erst vergiften, dann... Also eigentlich erst leben, dann vergiften, dann alles andere. So. Okay, hier kommen wir jetzt zu dem Hauptkorridor. Oh, wer bist denn... Du, und da ist ein Mensch, glaube ich, drin. Cesare. Oh. Von dem haben wir schon mal gehört. Pika Sorklick. Pika. Tossa Scheroklick, Tossa Sor. Yeah. Kannst du mich verstehen? Ja. Bedeutet Klick nein. Ja. Also er kann mich verstehen, aber er kann es nicht sprechen. Das hat er gerade dadurch bewiesen, dass er gesagt hat. Also ich habe halt gefragt, bedeutet Klick nein? Und er hat gesagt ja. Hätte ich da was anderes gesagt, hätte er halt dementsprechend reagiert. Bist du nicht Yeshua? Tossa Sor. Sor? Oh oh. Kopfschüttel. Pika. Nicht schon wieder. Pika. Tossa Sor. Yeshua Klick. Oh, jetzt geht's los. Tossa Epa Urgo. Urgus Trash Tossa. Urgusor Tossa Sor. Wenn du so sagst.
Nein, bin ich nicht. Warum? Warum nicht? Wonach könnt ihr jetzt fragen? Nach anderen Echsenmenschen vielleicht, ob wir mit denen zusammenarbeiten. Weil es scheint ja doch recht viele Fraktionen von Echsenmenschen hier zu geben. Warum? Ja, jetzt kommt er mit irgendwelchen neuen Sachen, die ich nicht verstehe. Urgosor, Urgosora Zeka, Tesklik, Tepper, Zepper Jesse Urgo. Tepper waren die Echsenmenschen. Nein, bitte nicht. Ja, du musst. Das ist zu verwirrend. Goodbye. Ja. Können wir mit dem Typen deiner Zelle sprechen? Lass mich mal vorbei. Ich glaube, der will mich nicht vorbeilassen. Ah, doch, okay. So, du verrückte Gestalt, sprich mit mir. Was zur Hölle? Er zeigt auf seinen Mund und schüttelt den Kopf. Er kann nicht reden. Also der Einzige, der uns sagen könnte, wie man mit den Echsen kommuniziert, kann nicht reden. Bist du hungrig? Er nickt, aber er scheint aufgebracht. Er macht eine Bewegung, die das Sprechen andeutet, aber schüttelt den Kopf, nein. Also ist er hungrig und stumm. Ich denke, ich kann deinen Namen raten, ha? Nee. Er nickt seinen Kopf. Haben wir was zu essen? Wir haben nichts zu essen. Also sollten wir dir was zu essen geben. Kannst du mir deinen Namen sagen? Seine Augen weiten sich und mit einer großen Anstrengung grunzt er etwas, was Urgo ähnlich klingt. Dein Name ist Urgo. Er schüttelt seinen Kopf. Ich kann ihn nicht verstehen. Und wir gehen wieder. Und jetzt speichern wir ab. Dann kram ich das Handbuch bzw. die PDF wieder hervor und guck, wie der Essensbeschwörungsspruch war. Dann sprechen wir den, geben das Essen dem Gefangenen und gucken, was dann passiert. Aber jetzt erstmal speichern. Also bis gleich.